Kacke. Man hat nur eine Chance. Eine einzige. Wenn man die verbockt, dann ist's vorbei. What the fuck? Los, Mario. Du bist komisch. Ich traue dir nicht. Jetzt. Ja. What? Warum? Warum geht er wieder runter? Fuck you. What is that? Ah, jetzt geht es, weil ich mich umgestellt habe. Oder wegen der Münze. Eine Münze blockiert die. Also. Ist ja auch sonst nicht so, dass eigentlich alles durch eine Münze durchgeht. Wie soll das gehen? Ohne Treffer, not possible. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, ein Pixel. Oh, okay. Ein Teil. Wer auch immer. Wow, fuck. Na, wo trifft es mich? Meine Hitbox ist so für den Arsch. Das ist jetzt aber Super Mario World generell, nur ist klar. So. Ich habe übrigens bemerkt, dass man oben links im Video jetzt die Aufnahme. Ja, man sieht oben links die Aufnahme, ne? Ist klar. Ihr seht die dann zweimal. Yay. Nee, oben links seht ihr die FPS, mit der Fraps aufnimmt. Also, die wird mit aufgenommen, was ich sehe hier. Das ist. Nein! Scrolling Level! Mit Banzai Bild! Nein! Das ist teilweise nervig, teilweise gut. Und teilweise finde ich toll. Also gut. Und ich wäre beinahe eingequetscht worden. Mann, ich hasse Koopaling. Ihr kleinen, miserablen Koopas. Ihr habt doch echt nichts Besseres zu tun, als andere Leute zu nerven, ne? Ist klar. Und warum könnt ihr Mario... What the fuck? What the fuck? Wie geil! Wie geil ist das denn bitte mal? Aber man muss mitlaufen, das finde ich nicht geil. Das finde ich überhaupt nicht geil. Ah, wenn man da vorne steht, dann wird man von dem... Ja, dann nicht, gut. Gut zu wissen, interessant. Ach, leck mich doch, er wirft genau auf mich drauf, ist klar. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Geht doch. Gut, bisschen vorspulen oder auch nicht. Ja. Was? Wo trifft es Mario? Mario? Willst du mich verkackern? Was geht denn mit dir ab? Manu! Mario! Ja! Mein Gott, wie geil ist das? Eine Riesenröhre. Und hier kommt noch einer. Nein! Das ist sie. Ja, und die Chocks kommen mit. Fickt euch. Könnt gern da bleiben. Ihr könnt da bleiben. Ah! Ja, what the fuck? Ah, ich hab das Game geglitscht. Aber er wirft es wieder genau dahin, wo ich stehe. Mann, ich hasse diesen Arsch und ich komme hier nicht mehr raus. Ah, ich muss zweimal springen. Super! Auch noch ein Koopa-Ficker! Hallo, Koopa-Ficker! Oh Gott! Mann! Gott! Was ist das für ein Bullshit? Stirb, Koopa-Ficker! Koopa-Ficker, nerv deine Mutter mit Sprüchen wie du Homo-Ficker oder so. Ich nehme mal wieder Worte in den Mund. Das ist unglaublich. Dabei ohne Grund. Weil das eine ganz tolle Idee ist, aber schlecht umgesetzt wurde. Mal wieder, weil man auf dem Ding mitlaufen muss. Eine Feuerblume, die kann ich fürs Level gebrauchen. Also für das andere Level. Okay, die Feuerblume kann man sich nicht holen. Das ist unmöglich. Hat das Spiel so. Leck. Geht doch. Ja, und jetzt kriege ich... Ja, ist logisch, ne? Ist klar. Leck mich. Verfickte. Verfickte Bumsmutter. Immer diese Mütter, die ihr Kinder nicht erziehen können. Es ist doch... Es ist doch, Mann. Es ist Mann, genau. Es ist ein Mann. Es ist keine Frau, es ist ein Mann. Alten. Alter! Mann! Dieses Level kotzt mich gerade mal an. Oh Gott! Er bleibt natürlich da drauf. Ja, ist klar. Und er wirft es natürlich
Er hat das, diesmal nicht ein. Egal. Ich will es gar nicht wissen. Soll der Kack? Ah. Alten. So. Geht doch. Was ein Scheiß. Oh mein Gott. Warum? Weil das Spiel bescheuert ist. Warum? So. 18. Egal. Ich will keine Sterne haben. Beach Party. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Was? Das war kein... Was? Hier dürfen gar keine Gegner sein. Das war ein anderes Symbol. Nein. Nein. Ich liebe ihn. Unseren lieben Disco Cooper. Nein. Nein. Mein Lieblingskar... What? Ah, man kann ihn... Wieso kann man ihn damit töten? Das geht normalerweise nicht, aber egal. Das Spiel muss ja nicht logisch sein. Es muss ja nicht den Grundsätzen von Super Mario World entsprechen. Es muss nur scheiße sein, scheiße aussehen. Und hier durchkommen. Ich bin in der Disco-Kugel. Und Mario macht es Spaß, da drin zu sein, wette ich. Ninja-Stab auch. Zwei Ninjis sterbt. Nein, Mann! Habt ihr echt nichts Besseres zu tun, als einfach mal Disco Cooper zu werfen? Ist doch kacke. Warum tut ihr sowas? Es ist doch unmenschlich. Eine Blume, super. Ich hasse sie. Eigentlich nicht, aber doch hasse ich. Ja. Nein. Nimm. Genau. Das sah cool aus. Aus meiner Sicht her. Und wir schwimmen unter dem Level hindurch. Weg von dem. Ins Wasser. Genau, ins Wasser mit ihm. Yay. Ins Wasser. Yay. Nein. Er kann. Oh, gut. Ja. War so klar. Es konnte nicht besser laufen. Es konnte nicht so gut laufen, Manni. Oh, die feuert. Die feuert. Wir müssen weg. Ja. Weg. Ja. Wer ist denn die Blume eigentlich? Nein. Leck. Es war so klar, dass irgendwo wieder so ein Arschficker sein muss, der aber wieder ein Disco-Scheiß wirft. Disco-Scheiß, auch ein tolles Wort. Disco-Scheiß. Ah, der Disco-Cooper tötet den Cooper. Disco-Shell. Wie nennt man das da eigentlich? Auf jeden Fall nicht so, wie ich es genannt habe. Also, vergesst mich. Ich bin nur ein armer Typ. Ja. Nein. Ja. Gut, eine Feuerblume. Nehmen wir mal auf. Ohne sie wären wir hier auch ziemlich gearscht gewesen. Also, wenn wir gar nichts hätten. Also, wenn wir getroffen werden würden. Was nicht der Fall ist. Weil das krank ist und ich das niemals ohne Safe Set schaffen würde. Oder auch nur machen würde. Bin ja nicht lebensmüde. Mario vielleicht schon, aber... Naja. Mario meldet sich ja immer freiwillig. So einen Scheiß zu machen. Ist er eigentlich irgendwie bescheuert oder so? Und ich mag keine Buhringe. Vor allem, weil ich seit neuestem weiß, dass man auf diesen nicht... nicht spinjumpen kann. Was doppelt scheiße, doppelt so scheiße ist. Und hier braucht man einen P-Switch, natürlich. Lass mich raten, da oben ist der P-Switch. Nein, falsch geraten, es ist kein P-Switch. Es ist ein unsichtbarer... ein unsichtbarer... Ein unsichtbarer...